Wieso könnt ihr mich so glücklich machen? Das ist ja unglaublich. Es ist total schön, euch zu sehen gerade. Und ich bin so froh, dass eine neue Wahrnehmung zu mir kommt. Dass echt zu mir kommt, dass mein Bruder wirklich nur Liebe ist mit mir. Und dass wir hier sind, um einander zu erinnern, um hier zu sein, um Frieden zu lehren. Ja. Für die Wahrheit zu lernen. Ah, das ist gerade da, weil ich will das gar nicht so mit Worten jetzt irgendwie. Ich würde es jetzt gerade wirklich gerade offen lassen, dass sich das einfach nur ausdehnt. Weil du hier bist. Da geht schon ein Mikro ab. Das ist, weil du hier bist. Das ist, weil du hier bist. Das ist, weil du hier bist. Hörst du das? Das Licht ist gekommen, weil du hier bist. Wirklich, wirklich. Scrolle nicht weiter, geh nicht weiter, bleib hier, bleib bei mir. Ich will bei dir bleiben. Oh, mein flüchtiger Geist, der muss einfach echt so lernen. So lernen, in diesem Augenblick zu sein, mit dir zu hören. Genau, dass sich gerade alles kommuniziert, dass gerade alles da ist. Und wenn ich das nicht so empfinde, dann ist da nur eine kleine Schuldidee, die zu berichtigen ist. Und manchmal sieht es aus wie tausend Welten voller Krieg und es gibt nie ein Ende. Aber das ist nicht die Wahrheit. Na, wenn eine neue Wahrnehmung zu uns kommt, dann merken wir, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier mit allem, was da ist. Und ja, und das mein wirklich mein Bruder. Mein Erlöser ist. Es geht nicht ohne den Bruder. Weil es darum geht, wirklich keine Schuld im Geist aufrechtzuerhalten. Das ist die ganze Krankheit. Und die ganze Therapie ist, die Schuld loszulassen. Und wirklich die ganzen kleinen Ecksteine, die ganzen kleinen Krümelchen zu finden, an denen ich noch so festhalte, von denen ich gar nicht mal wusste, dass ich festhalte. Ne? Ich beschäftige mich gerade mit meinem Romantiker, meinem Romantiker-Konzept von mir. Und übrigens, ich finde es so schön, dass hier die halbe Bali-Clique ist es nicht, aber ein paar von der Bali-Clique, Birgit und Brigitte und Nalan und Michael, oh, so schön. So schön. Und uns einfach, ja, immer wieder verbinden. Ist ja egal, wo wir in Raum und Zeit waren und was wir miteinander erlebt haben. Und gleichzeitig finde ich es aber schön, wenn es, und ich bin so dankbar dafür, dass alles so zur Reflexion werden, ne, in meinem Geist. So, da ist ja noch ein mächtiger Gefährte, da ist ja noch ein Bruder. Und ja, und wir gehen gemeinsam und hier ist nirgends, oh, da taucht Andreas auch auf. So ein Thema, mächtige Gefährte. Genau, ich bin nicht alleine, wir sind nicht alleine. Und wir sind auch nicht im Unterschied hier zueinander. Sondern wir lernen, dass wir in einem völligen gleichen Geist zusammenkommen, mit einem Ziel und dass wir alle dafür gehen. Jeder auf seine Art, jeder hat wirklich seinen Weg und es ist überhaupt nicht zu vergleichen. Aber ich kann nur mein ganzes Vertrauen in dich setzen, weil der Heilige Geist in dir ist, in den Geist in dir, der eins mit mir ist. Und somit fange ich endlich an, Vertrauen in das zu setzen, was wirklich ist, was mich zur Wahrheit zurückführt.
in all dem Jubel und in all der Freude und die Frage ist nur, kriege ich das mit? Will ich das mitkriegen? Bin ich bereit, die Schuld loszulassen? Und ich springe so ein bisschen durch Kapitel 13 heute. Die schuldlose Welt heißt das Kapitel ja. Und es ja, das ist immer der Weg, das ist immer die Transformation. Das ist immer aus der Dunkelheit ins Licht, bedeutet immer, ich finde irgendeinen Krümel von Schuld, der bedeutet alles für mich und das kann ich aufgeben. Und das kann ich aufgeben, das ist die richtig gute Botschaft. Das kann ich erklären und das werde ich auch erklären und das muss ich erklären. Weil sonst heilt das nicht, was dachte, getrennt zu sein. Oh mein Gott, ich bin einfach so glücklich, mich zu sehen. Das ist so großartig, das ist so ein Jubel gerade, das. Wow, dass du wirklich bist, dass du wirklich da bist. Und dass alles harmlos ist und unbedrohlich, wenn ich nur meine Ideen loslasse davon, was ich glaube zu sein, ne, was mich bedrohen könnte. Manchmal sind es die absurdesten Dinge. Dass du so schöne Augen hast, zum Beispiel. Oder deine Nase besser geformt ist. Ne? Und sowas haben wir uns getrennt. Das ist unglaublich. Und die Welt wird in einem Lachen enden, weil ich sehe, es ist totaler Quatsch, was ich hier gemacht habe, was ich hier angestellt habe, um mich und dich zu trennen. Und dass es so gnädig ist, zu erwachen, zu der Unschuld zu erwachen. Und dabei müssen wir natürlich, lernen wir einfach gründlich zu werden in der Transformation. Ne? Ab und zu ist es einfach, und wir hatten das gerade am Anfang, eine liebe Dame, die gerade in der Transformation steckte, und Brigitte war da und noch ein paar andere. Und es sieht manchmal so, es ist, überkommt einen so, und wir wissen gar nicht, was eigentlich geschieht, wovor habe ich eigentlich Angst, aber ich merke irgendwie die Angst und was versuche ich abzuwehren. Und wohin erlöse ich mich eigentlich? Was ist eigentlich das Ziel? Plötzlich wirkt alles so in Frage gestellt und ich verstehe eigentlich gar nicht, ich verstehe eigentlich gar nichts. Und darin auch zu akzeptieren, okay. Ich weiß nicht, welch ein Ding ich bin. Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Ich weiß nicht, was mir wirklich jetzt gerade hilft. Und deswegen, wie gut, dass wir diesen Kurs haben, der uns einfach ganz minutiös erklärt, Schritt für Schritt. Das ist das Ego-Denksystem, das ist die Angst. Und die Erlösung ist die Antwort des Heiligen Geistes, des Geistes der Liebe Gottes. Und er will einfach nur, dass du ihn voll und ganz wieder einlädst. Dass er jetzt zu dir gehören darf, dass du ihn jetzt akzeptierst. Du bist bei mir. Und das ist auch die Führung, nach der wir manchmal so, was ist denn jetzt die Führung, nach der wir manchmal so suchen, wenn wir mit dem Kurs unterwegs sind? Na, wann bin ich geführt? Und wann bin ich im Ego? Wenn du dich erinnerst, wer mit dir geht, bist du geführt. Wenn du dich erinnerst, wer mit dir geht, bist du geführt.
Und dann kommt nicht, dann, wenn die Blockaden auftauchen, dann musst du weiterhin dich daran erinnern, wer mit dir geht, damit er sie für dich entfernen kann. Nichts anderes. Und es ist mit heftigen Gefühlen manchmal verbunden für die, die da emotionaler unterwegs sind. Na, meine Güte, was hab ich, oft habe ich schon das Gefühl gehabt, ich löse mich gleich auf. Ich bin immer noch da. Hallo. Also, das ist doch schön, oder? Dass wir uns da drin einfach die Hand reichen und Ich habe merken. noch ein Meeting an, aber es ist schon. Ach so. Ich mache das Mikro aus. Dass wir da drin merken, wir sind ganz geführt. Und mein Bruder ist hier mit mir und wir sitzen im selben Boot und rudern einfach nach Hause. So, und wenn ich meinen Bruder nicht als Bruder erkenne, das ist immer wieder das Gleiche, dann brauche ich Vergebung. Und er mag manchmal noch so nett aussehen und sympathisch und den finde ich gut und so weiter. Es muss nicht immer irgendwie das heftige Bild sein, aber zu bemerken, früher oder später werde ich alles in meinem Erlöser gesehen haben. Und das ist ganz gut, das mal mit einem so durchzuspielen und zu sehen. Es ist wirklich immer das Gleiche mit jedem. Mit jedem, absolut jedem, den du hier treffen wirst. Jeder ist dieser Erlöser für dich. Und es ist sicher, dass du es zu irgendeinem Zeitpunkt wählen wirst, dass er komplett unschuldig ist, damit du es endlich für dich erkennst. Ach so. Und warum nicht ein bisschen Zeit einsparen, meint Jesus, ne? Also, solange du glaubst, Schuld sei in irgendeiner Weise oder in irgendjemanden gerechtfertigt, was er auch immer tut, solange wirst du nicht nach innen schauen, wo du die Sühne immer findest. Und das ist letztendlich immer die Blockade. Also werde ich einfach an die Punkte geführt und es sind ja in der Regel so 99,9% der Situationen, die mir einfallen, sind ja jetzt gerade, passieren ja jetzt gerade nicht. Ist ja alles schon vergangen, ne? Ist alles Vergangenheit. Aber die sind noch so am wirken und es ist so dieses aufwachende Kind, was so, nein, aber es ist noch da und die Mama sagt, nein, du träumst, so, nein, ich sehe das aber noch, ich kann nicht schlafen, alles ist böse und so weiter, ne? Schlägst du. Und der liebende Vater hält dich in den Händen und sagt, okay, ich warte einfach und sage dir weiterhin, ich liebe dich und es gibt nichts zu fürchten. Alles ist gut. Und ich schicke dir jemanden, der mit dir deinen Traum anschaut. Ich schicke dir meinen Geist und der schaut mit dir drauf. Und dann lernst du einfach mit meinem liebevollen Himmel durch deine Augen zu schauen, die Schau Christi, und das hier neu zu betrachten. Da ist nichts Böses da draußen. Es gibt gar keinen da draußen, du träumst. Weil du hier nur deine Gedanken siehst und genau, und was willst du sehen? Was willst du sehen? Und frag dich das mal so ganz tief in dir. Was willst du hier jetzt sehen? Wie weit bist du jetzt bereit zu gehen?
Das Ende der Schuld kommt so lange nicht, wie du glaubst, es gebe einen Grund für sie. Wo gibt es einen Grund für Schuld? Und dahin zu blicken, weil das ist nach innen zu schauen. Aber nicht um sich, nicht nur die Schuld zu sehen, sondern eben, warum glaubst du, dass sie gerechtfertigt ist? Hinterfrage sie. Was ist dahinter? Was ist hinter diesem Bild? Vom Mörder oder vom Krieg oder vom schönen Mann oder von der schönen Frau. Was ist dahinter? Weil das Bild nutze ich nur, um mich abzuhalten, zu erkennen. Was ist dahinter? Und wenn ich nur diese kleine Entscheidung finde, dass ich mehr möchte als dieses Bild, dass ich das Licht möchte, denn du musst lernen, dass Schuld immer total wahnsinnig und grundlos ist, immer. Ja, und ich muss ja erst mal sehen, was ich alles schuldig gesprochen habe, könnte man sagen, ne? Oder abgegrenzt. Das sind manchmal echt Dinge. Der Straßenverkehr in Deutschland ist eine absolute Schuldprojektion. Total wahnsinnig. Jeder fährt auf seiner Spur und wenn du darüber kommst, dann bin ich sauer. Ja, da gibt es dann Kontrasterfahrungen zu auf Bali. Es passen sehr viele Autos und vor allem Roller auf eine Spur. Also lasst es uns nicht begrenzen. Ne? Und keiner ist sauer. Ich habe zumindest keinen erlebt, tatsächlich. Ich bin sehr viel Auto gefahren. Das heißt nicht, dass sie nicht genauso wie ich die Sündenlosigkeit akzeptieren müssen. Jeder muss das hier. Jeder, der hier als Körperidentität herkommt. Ja, aber wirklich zu sehen, wo mache ich das, ne? Und in welchen absurden, was ist mein Lernen? In welchen Situationen darf ich das lernen? Und der Heilige Geist ist mit mir und das ist geführt. Das ist geführt. Wie schön. Also ich muss nicht irgendein heiliges Bild abgeben mit weißem Gewand in irgendeinem Tempel. Dann bin ich geführt, ne? Oder eine besonders nette Stimme haben. Dann bin ich geführt. Oder ich darf nicht mehr Arschloch sagen, weil dann bin ich nicht geführt. Nehmen wir das mal ein bisschen auseinander, dieses heilige Bild, was ich so von mir mache, so gerne. Oder siehst du schon leuchten hinter mir? Wenn nicht, dann musst du noch vergeben. Das hat wirklich nur mit dem Geist zu tun und der hat keine Form. Na, den erkläre ich unschuldig und dadurch mich. So, und das kann sich ausdrücken auf eine Art und Weise, das glaubt man gar nicht. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Und dann ist der Ausdruck aber nur ein Moment. Und es gibt da drin kein richtig oder falsch, darum geht es überhaupt nicht. Und das ist echt ein Lernprozess. Das ist wirklich ein Lernprozess, weil ich zurücktreten muss von meinem eigenen Aussortieren die ganze Zeit. Gut und schlecht, ich bin es so gewohnt. Und dann gehen wir doch mal weiter zu dem,
Oder wie sagte er, du bist an die Vorstellung gewöhnt, der Geist könne die Quelle von Schmerz dort sehen, wo sie nicht ist. Du bist so gewöhnt, das draußen zu sehen. Ich bin so gewohnt, das draußen, sagt man gewöhnt? Ich sage immer gewohnt, das draußen zu sehen. Da ist der Fehler. Nie sehe ich das als meinen Gedanken. Nie sehe ich die Angst als meinen Gedanken. Aber das ist dann auch die Lösung. Und gleichzeitig ist es aber auch die größte Angst, dass ich das bemerke. Ach, ich mache das. Ich mache mir hier Angst. Ich halte mich hier gefangen. Ich habe hier eine Vorstellung davon, eine perfekte Mama zu sein, die gut backen kann und die Torte mögen alle und nicht alle Kinder, die zum Geburtstag kommen, sagen, die schmeckt mir nicht. Oh nein, ich kann nicht backen. Das darf ich niemandem erzählen. Ich muss jetzt so lange üben, bis ich es hinkriege. Und dann lade ich alle wieder ein und dann können alle sehen, wie perfekt ich bin. Es ist so wahnsinnig, dieses Ego-Denksystem. Und kommen wir dem einfach gerne auf die Schliche. Machen wir da einfach keine Geheimnisse draus. Dann können wir es ja den anderen vorwerfen, ne? Das ist ja so schön. Ich bin so gewöhnt, es da draußen zu sehen. Der zweifelhafte Dienst einer solchen Verschiebung ist, die wirkliche Quelle der Schuld zu verbergen und die volle Wahrnehmung aus deinem Bewusstsein fernzuhalten, dass sie wahnsinnig ist. Indem ich das so verschiebe, halte ich mich in der Schuld, indem ich nicht sehe, dass ich das denke, dass ich die Schuld mache, buchstäblich. Und deswegen sagt er, tu jetzt mal nichts, hör auf, was zu tun. Tu keine Schuld mehr. Mach keine Schuld mehr. Lass den Geist sein, was er wirklich ist. Unschuldig, frei, unbegrenzt. Hör auf, deine Gedanken ihm aufzubürden. Beziehungsweise dir selbst. Verschiebung wird immer durch die Illusion aufrechterhalten, dass die Quelle der Schuld, von der die Aufmerksamkeit abgelenkt wird, wahr sein muss. Und furchterregend muss sie sein, sonst hättest du die Schuld nicht auf etwas verschoben, wovon du glaubtest, es sei weniger furchterregend. Na, ich mache aus mir selbst hier eigentlich einen Fremden. Ich spreche mich selbst als machtlos. Weil ich sage, ich war das nicht. Ich war das nicht. Und ich will mir das auch nicht angucken. Ich will mir das auch nicht angucken. Und somit mache ich es immer furchterregender. Aber schau mal hin, sagt Jesus immer wieder, schau hin. Was ist das denn für eine Situation? Was ist es denn für ein Gedanke, mit dem du dich quälst? Geh mal dahin, vor dem du Angst hast. Mache ich auch immer wieder gerne. Und es ist immer, immer, immer eine gute Erfahrung. Es ist immer Segen. Es endet immer in Segen. Also wovor sollten wir uns hier fürchten? Und selbst, und wir kennen ja das Gefühl von Ablehnung, oder? Kennt das irgendjemand nicht? Na, also das könnte wieder passieren. Aber schauen wir das uns doch mal an, Ablehnung. Es wäre jetzt, ich sage zu Brigitte, Brigitte, willst du nicht meine beste Freundin sein? Und Brigitte sagt, nö, will ich nicht. Du Okay. bist viel zu hübsch, Gessner. Du kannst nicht meine Freundin sein. Das ist unmöglich. Okay, dann haben wir beide ein Problem, höre ich. Okay.
Ja, und so halten wir das Spiel aufrecht, ne? Das Ablehnungsspiel. Jeder hat da seine Idee von seiner Seite. Ja, danke dafür. Genau. Denn Ablehnung funktioniert eigentlich nur, ich kann nur ablehnen, was ich nicht haben will. Ganz logisch. Das heißt, jeder, der ablehnt, hat schon etwas abgelehnt. Es ist nicht irgendwie jetzt ganz neu, aktuell, das habe ich noch nie gemacht. Es fing alles damit an, damals, am Anfang von Raum und Zeit. Ich sagte, Gott, ich bin nicht so, wie du mich geschaffen hast. Was wäre, wenn ich nicht so bin, wie du mich geschaffen hast? 14 Milliarden Jahre später. Kirstner sitzt vorm Zoom-Raum und fängt langsam an aufzuwachen. Und das ist wirklich das Einzige, was hilft. Ne? Und vielleicht dauert es dann noch 14 Milliarden Jahre, keine Ahnung. Könnte sein. Aber nochmal, wir sind hier, um Zeit einzusparen. Und wie konkret und runtergekocht wird es für uns, ne? Dann vergebe ich mir doch mal alles, was ich zwischen Brigitte und mich gestellt habe. Ich denke, irgendjemand wäre schöner, dass ich nicht wollte, dass jemand anderes schöner ist als ich. Dass ich allein sein wollte, dass ich nicht allein sein wollte. Und es ist auch egal, von welcher Position aus wir das machen und welchen Namen wir gerade haben. Das Ego-Denksystem ist wirklich immer das Gleiche. Und wir kommen echt an Punkte ran, die sind so unangenehm, ne? Die will man wirklich niemandem sagen. Aber nur solange ich ihnen einen Wert gebe und nur solange ich glaube, dass das wirklich ist. Und ich gebe ja meiner Wirklichkeit den ganzen Wert. Aber deswegen sagt er, deine Gedanken sind bedeutungslos, sie haben keinen Wert. Weil du dich darüber täuscht, was du bist. Und wie lieblich dir die erscheinen werden, in denen du bereit bist, das zu sehen, die Wirklichkeit zu sehen. Und nur das möchte er uns zeigen, nichts anderes. Es ist also völlig sicher, völlig unbedrohlich, völlig harmlos. Das Ego macht ein totales Theater an irgendeiner Stelle und Drama. Und will alle nur beschimpfen und nie wieder mit ihnen sprechen und in ein anderes Land ziehen oder was auch immer. Aber dann kommen wir doch wieder zusammen und merken einfach, wir können nicht ohne einander, weil wir uns wirklich lieben, weil wir uns tatsächlich lieben, weil wir tatsächlich Liebe sind. Ja, und danke, danke für diesen Rahmen hier, ne? Danke für die Aleph Academy. Danke für jeden, der einen Moment hier ist. Danke, dass wir es miteinander teilen. Danke, dass du der Lehrer bist. Der Lehrer Gottes. Der Lehrer für die Wahrheit. Der, der sein Abkommen mit Gott gemacht hat. Der da gesehen hat. Ich habe eine Sehnsucht, ich habe etwas in mir und ich sehe das auch bei den anderen. Das habe ich nicht allein. Ich will.
Was will ich? Was bin ich? Was bin ich wirklich? Und je mehr wir anfangen, diese Zeit zu verbringen mit ihm und alles neu zu betrachten, nur so können wir tatsächlich merken, dass da nirgendwo Schuld ist, dass da keine Schuld ist. Und dafür muss ich die Situation, die in meinem Geist oder in meiner Welt auftauchen, mit in diesen heiligen Augenblick nehmen. Diesen heiligen Augenblick will ich dir geben. Hab du die Führung. So, jetzt kommt Daniels Einsatz. Daniel, noch schnell fertig kauen. Du kannst es auswendig. Los. Ah, hat den Mund voll und ich krieg einen Schmeißkuss. Na gut. Aber später sagst du das noch auf, ja? Für alle. Bitte. Was genau? Ja, der heilige Augenblick, die letzten Lektionen, was üben wir da? Oh, ich dachte, du hattest es auf Bali so schön aufgesagt, irgendwie. Ich bin gerade noch nicht so ganz präsent. Mein Geist ist immer noch am Ankommen. Deswegen habe ich dich angesprochen. Naja, wir kommen ja bald in die le letzten Lektionen, aber wir können ja schon mal einen Vorgeschmack erhaschen auf das, worauf es mit dem Kurs hinausläuft, nämlich dass wir lernen, nur den heiligen Augenblick zu üben. Alles immer wieder mit in diesen Augenblick zu nehmen, mich zu erinnern, wer mit mir geht. Diesen heiligen Augenblick möchte ich dir geben. Hab du die Führung, denn dir möchte ich folgen, gewiss, dass deine Anleitung mir Frieden bringt. Dass deine Gedanken, dass deine Schau mit mir ist. Dass ich nicht alleine bin mit meinen Problemen und mit meinen Wünschen und mit dem, was ich denke, was ich gut hinbekomme. Das lernen wir zu üben die ganze Zeit. Ah, das ist die Lösung. Ohne den heiligen Augenblick habe ich keine Chance. Mit positivem Denken bin ich da nicht hingekommen. Es ist wirklich ein ganz anderer Geist. Es ist ein ganz anderes Denken. Okay, sagen wir nicht wirklich ein anderer Geist. Das ist mein geheilter Geist. Ja, unser geheilter Geist. Und das, was mich wahnsinnig gemacht hat, mir das anzuschauen, womit ich versucht habe, meinen Wahnsinn zu rechtfertigen, mir das anzuschauen, wo ich mir nicht vergeben will, mir das anzuschauen und mit ihm immer ein Stückchen weiterzuschauen. Weil er sagt, ich bin nur da, damit wir daran vorbeigehen. Das ist nicht wirklich. Das bist du nicht. Lass mich dich lehren, was du bist. Lad mich ein in deine Beziehung. Okay, aber ich lese mal hier noch ein Stückchen weiter. Wir waren ja von der Verschiebung, ne, dass wir das eben nach außen setzen. Und ich lese nochmal den ganzen Satz. Verschiebung wird immer durch die Illusion aufrechterhalten, dass die Quelle der Schuld, von der die Aufmerksamkeit abgelenkt wird, wahr sein muss. Und furchterregend muss sie sein, sonst hättest du die Schuld nicht auf etwas verschoben, wovon du glaubtest, es sei weniger furchterregend.
Also das, wovor du dich am meisten fürchtest, bist du selbst. Abgefahren, ne? Und dann habe ich da noch ein paar Bilder von mir als etwas Furchterregendes, vielleicht ein Mörder. Wäre so das schlimmste Bild, oder? Und schon mal an den Punkt gekommen, wo man sich so fühlt, obwohl man das vielleicht jetzt gerade in letzter Zeit nicht gemacht hat. Das ist immer, wenn ich Schuld gebe. Du bist gewillt, dir alle Arten von Quellen anzuschauen, vorausgesetzt, sie sind nicht jene tiefere Quelle, zu der sie in gar keiner wirklichen Beziehung stehen. Vorausgesetzt, sie sind nicht jene tiefere Quelle, zu der sie in gar keiner wirklichen Beziehung stehen. Das heißt, ich schaue mir gerne alle Quellen an, nur nicht diese eine Quelle. Nur nicht diesen einen Gedanken, den ich gar nicht in Worte fassen kann, das eine Wort Gottes, das ich gar nicht, wofür ich gar kein Wort habe. Hab du die Führung. Hab du die Führung, mich dorthin zu führen. Hab du die Führung, mein Bruder, und mich zu erreichen. Hab du die Führung. Wahnsinnige Gedanken haben keine wirklichen Beziehungen, deshalb sind sie wahnsinnig. Keine wirkliche Beziehung kann auf Schuld beruhen oder auch nur ein Quäntchen davon enthalten, die ihre Reinheit trübt. Also, meine wahnsinnigen Gedanken sind alle widersprüchlich. Schon mal gemerkt, wir haben jetzt zu jedem Gedanken einen Gegengedanken. Wir haben es tatsächlich geschafft, den Frieden bedrohlich erscheinen zu lassen durch Krieg. Das ist kein Frieden. Der Friede Gottes hat kein Gegenteil. Die Unschuld, die du bist, hat kein Gegenteil. Und alle anderen Gedanken sind einfach nur Schleier davor. Sie haben keine Wirklichkeit. Keine Wirklichkeit. Und er zeigt mir jetzt eine wirkliche Beziehung auf. Denn ich habe aus all meinen Beziehungen, aus all meinen Gedanken unwirkliche Beziehungen gemacht, in der Widersprüche und Unterschiede herrschen, die mich die ganze Zeit bedrohen, die ich abwehren muss, erklären muss, mit denen ich diskutieren muss. Denn alle Beziehungen, die die Schuld berührt hat, werden nur dazu benutzt, den Menschen und die Schuld zu meiden. Na, das ist ja so das Verrückte. Ich mache die Schuld und dann versuche ich sie zu meiden. Dann versuche ich, den anderen schuldig zu sprechen. Im Unterschied zu mir, na, die jetzt nicht den Krieg angefangen hat. Ich sitze hier schön in Europa. Aber es ist alles mein Geist. Es ist alles ein Geist. Das will ich natürlich nicht erklären. Habe ich dann Schuld, weil jemand anderes sich schuldig gemacht hat? Das wäre der Weg des Egos. Aber der Heilige Geist sagt, nein, nein, nein. Es gibt keine Schuld. Es gibt keine Schuld. Es gibt keine Schuld. Du musst sie auch nicht mal meiden. Es gibt sie gar nicht. Welch seltsame Beziehung hast du zu diesem seltsamen Zweck gemacht? Du hast vergessen, dass wirkliche Beziehungen heilig sind und du sie gar nicht benutzen kannst. Beziehung war nie dazu gedacht, dass wir heiraten oder Kinder kriegen oder uns trennen oder Sex haben. Oder uns angreifen. Oder uns schlagen. Oder uns töten. Was haben wir noch so gemacht in Beziehung?
oder uns ignorieren. Oder uns überhöhen oder klein machen. Das ist alles, wozu ich dachte, wozu sie benutzt werden können. Ne? Aber dass man sie gar nicht benutzen kann, dass sie einfach nur heilig sind. Sie werden nur vom Heiligen Geist benutzt. Und genau das macht sie rein. Wenn du deine Schuld auf sie verschiebst, kann der Heilige Geist sie nicht nutzen. Denn dadurch, dass du das für deine eigenen Zwecke mit Beschlag belegst, was du ihm hättest übergeben sollen, kann er es nicht für deine Befreiung nutzen. Also so eindeutig die Beziehung dem Heiligen Geist zu geben. Und wie lange, boah, ich weiß noch, wann habe ich damit versucht, das erste Mal anzufangen? Bewusst im Kurs lernen. Na, da schlotterten mir die Knie, die, warum? Und das erklärt er hier, weil ich die Angst, weil ich wirklich Angst davor habe, nach innen zu schauen und da eben gar keine Schuld zu sehen. Das ist die eigentliche Angst. Da ist gar nichts. Da ist gar nichts. Die heilige Beziehung hat keinen anderen Nutzen, außer heilig zu sein, außer vollständig zu sein. Gestern, kannst du noch mal kurz sagen, wo du das jetzt gerade genau gelesen hast? Das ist auf Seite 263 im Textbuch. Befreiung von der Schuld. Keiner, der sich um seiner individuellen Erlösung willen irgendwie mit irgendjemandem vereint, wird sie in dieser merkwürdigen Beziehung finden. Sie wird nicht mit anderen geteilt, deshalb ist sie nicht wirklich. Und durch Schuld können wir nicht teilen. Und durch Unschuld teilen wir ganz automatisch. Wir müssen uns also auch nicht anstrengen, dass wir jetzt die Beziehung teilen mit anderen, so. Oder das Bett. Es ist überhaupt keine Anstrengung. Ich höre einfach auf, in meinem Geist schuldig zu sprechen und an die Schuld zu glauben. Und dann ist die, und wenn ich damit immer mehr aufhöre und das in einem heiligen Augenblick lerne, dass das kein Verlust bedeutet, ne? Das ist ja verrückt. Das Ego hat ja Angst, die Angst zu verlieren, die Schuld zu verlieren. Also ich, Gestner, habe Angst, unschuldig zu sein tatsächlich. Aber wenn ich das immer mehr erkläre und mag ich mich noch so dagegen wehren, ne? Ich das immer mehr erkläre und erinnere und mich da immer wieder rausholen lasse aus den Filmen, die ich so produziere, aus den Projektionen, dann merke ich immer mehr, dass das die Wirklichkeit ist, ganz automatisch. Tu einfach dies, vergib. Überlass die Beziehung dem Heiligen Geist. Und Mann, wie oft habe ich doch gedacht, jemand müsste jetzt was für mich tun oder ich müsste jetzt was für den anderen tun und ich habe es nicht getan und so weiter.
Das ist überhaupt, dafür ist die Beziehung gar nicht da, das zu beurteilen. Gar nicht. Nicht mal ein bisschen. Und das ist auch so genial, das also als Eltern für ein Kind zu lernen. Und ich denke, jetzt muss der andere das aber machen. Jetzt muss der aber mal in seine Verpflichtung kommen. Dafür ist die Beziehung überhaupt nicht da, nicht mal dann. Und das ist fürs Ego beleidigend. Na, weil ich habe so viel da rein investiert. Ich habe da mein ganzes Konstrukt drauf aufgebaut. Mama, Papa, Kind. Und zu sehen, nee, jede Beziehung ist nur dazu da, dass sie vom Heiligen Geist genutzt wird, um ihr Unschuld zu reflektieren. Keine Ahnung, wie das geht oder was das eigentlich wirklich bedeutet, aber das wird mein Schauen sein. Das werde ich schauen. Nur ich muss diesen kleinen Schritt vorher machen, dass ich nichts mehr mache. Dass ich nicht mehr verurteile, das bedeutet nichts zu machen. Oder mit anderen Worten, dass ich vergebe. Und dann wird meine Beziehung ganz automatisch geteilt mit allen. Und das ist so schön, das zu erfahren. Dann dehnt sich das automatisch aus. Ich sollte ja jetzt, oder sollte, wollte, war geplant, mit Tanja ein Seminar in Berlin machen. Nächstes Wochenende, also nicht dieses, das danach. Und es war plötzlich am Montag so klar, dass ich das nicht will. Also ohne weitere Urteile von, ich liebe Tanja und ich wollte unbedingt was mit dir machen und sie wollte unbedingt was mit mir machen und das ganze Zeug drumherum. Und dann es freizugeben und jetzt ist da so eine schöne neue Idee draus entstanden mit Andreas und ich hätte beinahe gesagt Anke, aber Anke ist nicht. Sabine und Anke ist auch mit dabei, nee. Anke, aber vielleicht fährt Anke da ja noch hin, wer weiß, ne? Und Ute und Tanja, genau, da kommt der Link schon, wer sich anmeldet. Danke für wahres Marketing an dieser Stelle. Und das ist einfach nur die Ausdehnung von Beziehungen. Es geht ja auch nicht um irgendein Seminar und da muss auch keiner kommen oder es kommen alle. Aber es ist wirklich, dass ich es freigebe und es ihm überlasse und dann immer weitergehen. Ne? Und ich bin so froh, dass ich mich gar nicht ausgeschlossen fühle, denn das wäre sonst auch noch wieder ein Angebot des Egos gewesen. Ne? Nee, wenn ich wirklich mit ihm da durchgehe, dann wird es nur für Unschuld genutzt. Und einfach zu merken, das ist sicher, das ist tatsächlich sicher, das ist ein sicherer Boden, da können wir weitergehen. Jetzt gehen wir wirklich mal gemeinsam. Und zu sehen, wer dann hier mit mir ist, in Flensburg, eine Woche später, kann man nämlich nach Flensburg kommen. Da ist mein Haus geöffnet und ich freue mich da schon riesig drauf. Oder wie auch immer sich das einfach ausdehnt, da keine Deckel drauf zu legen, keine Begrenzung. Denn wir teilen nur einen Geist. Und wie großartig das lernen zu dürfen und wie spielerisch und wie witzig das wird. Es ist sicher, dem zu vertrauen, diesem Geist. Darin kann keiner ausgeschlossen sein und darin können nur alle gewinnen. Und das ist die Lösung, die du wirklich willst. Alle gewinnen. Auch du. Auch ich. Oh, wie schön. Wie schön, dass dieser Angriff gewandelt wird, oder? Wie schön, dass der nie eine Wirklichkeit hatte. Man kann das nicht in meiner Nähe sein.
Wieso kannst du nicht irgendwo hinfahren, Dorothea? Also, wirklich, wirklich, wirklich ist das hier etwas, worin es sich lohnt zu investieren, dass die Schuld keinerlei Wirklichkeit hat und keinerlei Wirkung hat. Und dass alle ihre Wirkung aufgehoben sind, wenn ich entscheide, dass sie keine Wirklichkeit hat. Oh, wollen wir das mal für einen Moment teilen? Wirklich teilen. Die Schuld hat absolut keine Wirklichkeit und alle ihre Wirkungen sind aufgehoben. Danke, Vater. Ja, und hilf mir, dass ich wirklich auch die letzten Krümel dass die letzten Krümel Schuld in meinem Geist, also hilf mir wirklich, das zu finden und es aufzugeben. Und manchmal da demütig zu stehen, sagen, hey, es tut mir leid. Tut mir leid. Dass ich dich für einen Moment lang für was gehalten habe, was du nicht bist. Du bist weiterhin nur Licht. Und ich liebe dich. Und danke, dass du mich erinnerst, dass ich das wirklich bin. Danke. Danke, danke. Heute Abend geht die Session weiter mit Luis und Conny aus Kolumbien. Und ab Montag könnt ihr selber sehen. Und ich mag aber noch ganz herzlich einladen zu Silvester. Wir haben noch ein Silvester-Event mit Andrea, Hubert, Andreas und mir. Und einfach, oh, egal, wo wir irgendwie sind und egal, was wir machen, danke. Egal, was irgendjemand von uns tut, danke, dass wir unschuldig sind. Danke, dass wir das erinnern dürfen. Danke, dass du uns an unserem Widerstand vorbeiführst, Jesus, um die Mauer herum und uns zeigst, dass da gar nichts ist. Danke, dass du da bist, Bruder. Danke, dass du immer noch da bist, Bruder. Wirklich, danke. Als du da bist, wenn ich nicht will, dass du da bist. Danke.
dass du geblieben bist, obwohl ich alles versucht habe, dich loszuwerden. Und mich selbst. Und mich selbst, ne? Das ist es ja. Das habe ich ja mit mir selbst gemacht. Also vergib mir einfach, das war ein Irrtum. Ja. Ich liebe dich, Bruder. Ich liebe dich. In diesem heiligen Augenblick. Dann holst du mich in diesen Augenblick. Du die Führung. Ich vergesse alles außer seiner Liebe. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich bin voll im Musik Augen. vielleicht? Was? Musik spielen? Was? Was für eine Musik? Ich hatte noch so tolle Ideen. Ah, jetzt fällt es mir ein. Danke, Andreas. Dafür hat man den Bruder, ne? Das ist echt so schön gerade, Gisela. Ne? Musik wäre auch okay, aber es ist wirklich gerade einfach wunderschön. Ich finde, du kannst auch selber singen, Gesner. Das ist so eine schöne Stimme. Ja, sing, sing, sing. Sing, Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, bitte, bitte. gut, wenn ihr das. Tada! Heute mal ein anderes Lied. Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see, I see. Uhu, danke, danke, danke. Oh, Ich suche noch mit in wunderschön. Hollywood gehst nach. Was machst du hier? Oh. Ich will Hollywood Sieh nach. mal. Tschüss. Nein, nur Hollywood. Hollywood ist nur eine Idee in meinem Geist. Aber ich bin so dankbar, genau hier zu sein, jetzt an diesem Ort mit dir. Wirklich. Und es ist so schön, das zu lernen. Ich bin genau richtig. Du bist genau richtig. Licht der Welt. Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. Hat kein Ende, hat keinen Anfang. Ist immer, 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 immer. So, jetzt spiel ich aber doch noch ein Lied. Wichtig. Und die ganze Sohnschaft und der ganze Himmel dankt dir. So, jetzt ist es auf allen Kanälen. Danke.